In den letzten 13 Spielen konnte der FSV Frankfurt unter Trainer Roland Vrabeck nur einen Sieg verzeichnen. Um den Abstieg zu verhindern, musste eine schnelle Lösung her. Bereits einen Tag nach der Freistellung von Vrabeck wurde heute der neue Trainer vorgestellt, Gino Lettieri. Der neue Trainer zeigt sich zuversichtlich, doch auf ein Wunder für das kommende Spiel darf man noch nicht hoffen. Wir müssen uns Schritt für Schritt aus dieser Situation befreien. Und ich denke, die Mannschaft ist gut genug, das schaffen zu können, wenn jeder einzelne Spieler natürlich auch das entsprechend auch will, ja, und hier die Arbeit zu 100% auch durchführt. Sein Vertrag geht erstmal bis zum 30. Juni. Doch Geschäftsführer Clemens Krüger hofft schon jetzt auf Lettieri als festes Mitglied des Vereins. Wir haben einvernehmlich festgehalten, das ist auch der ausdrückliche Wunsch vom Gino gewesen, dass wir das jetzt erstmal bis zum Saisonende belassen. In der Hoffnung, das haben wir dem Gino auch ganz klar gesagt, wir wollen wieder diese Kontinuität reinbekommen, die uns jahrelang ausgezeichnet hat. Das hoffen auch die Frankfurter. Nun richten sich erstmal alle Augen auf das kommende Spiel am Samstag gegen Halle.